Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 18. November 2017? Heute ist Neumond. Was bedeutet das? Dass Sonne und Mond im gleichen Tierkreis zeichnen, diesmal im Tierkreiszeichen Skorpion in gleichen Gradzahl stehen. Die chinesischen Astrologen sagen dazu, dass die Himmelskaiserin und der Himmelskaiser, also Sonne und Mond, ziehen sich zurück, werden intim und vereinen sie sich hier die weibliche und die männliche Kraft. Die indischen Astrologen betrachten das als ein gewisser Rückzug, eine Art meditative Haltung, die inneren Sonne zu entdecken, zur Ruhe kommen, nach innen schauen, nachdenklich zu sein. Welche Themen handelt sich bei Tierkreiszeichen Skorpion? Das ist das inneren Kraft, die Transformation, diese Wandlung, eine gewisse Magie, aber auch Sexualität, weil die Sexualenergie wird auch zum Tierkreiszeichen Skorpion zugeordnet. Dann hier in diesem Tierkreiszeichen herrscht der Planet Pluto und es ist das inneren Kraft. Aber damit wir im inneren Kraft bleiben können, erstens brauchen wir die Ruhe, zweitens sollen wir von alles verabschieden, loslassen, trennen, kündigen, all das, was diese Kraft raubt. Also das sind die Themen, was die Tierkreiszeichen Skorpion vermittelt. Dieser Neumond hat einen Einfluss von Bungula. Diese Bungula ist die vordere Bein der Kentaur, also das bedeutet Schritte machen. Das, was dann kommt nach diesem Neumond, erstmal das Verinnerlichen, Gedanken machen, planen, visualisieren oder meditieren darüber. Dann haben wir die Kraft, da haben wir die inneren Ruhe, haben wir auch die Klarheit. Wir müssen nach innen schauen. Und dann können wir Schritte machen. Diese Bungula heißt die Name übersetzt oder so wird es beschrieben, Vergangenheit und Zukunft. Und dann können wir die Frage stellen, was war im Vergangenheit? Was raubt diese Kraft, was wir gerade benötigen? Gerade vor einem Neuanfang, weil wir werden jetzt Schritte machen. Und was kommt dann? Das vermittelt auch diese Stern Bungula. Unserem Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Stier. Unserem Planet Erde hat einen Einfluss gehabt von Alkohol. Das habe ich denke, vorgestern im Tageshoroskop ganz genau erklärt. Und jetzt nähert sich zu Alkyone. Alkyone ist eine von den Töchtern von Atlas. Das sind die Hyaden und die Plejaden, das sind die Geschwister. Und sie haben die Tränen. Die Frage ist nun, ist das die Tränen die Freude oder Tränen die Traurigkeit? Das liegt an unserer Einstellung oder unseren Entscheidungen. Wie machen wir unseren Schritt? Welche Richtung bewegen wir? Haben wir Erfolg oder verlieren wir uns im Leben? Bei den Babyloniern wird dieser Stern Alkyone als die inneren Sonne der Weltall betrachtet und sie haben mit der Mütterlichkeit verbunden. Und die alten Babylonier sagten, das ist der Grundstein etwas, etwas zu gründen, etwas beginnen, der erste Schritt. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Dieser Neumond befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Eine Botschaft für die Skorpiongeborenen. Sie haben Glück. Sie haben sehr viel Glück gerade. Auch beruflich, auch in die Liebe, Partnerschaft, auch in einem Studium, auch ein Neuanfang, auch in einer Reise. Das kann auch eine innere Reise sein. Und sie sollen dieses Glück auch
wahrnehmen. Die einzige, was die Skorpiongeborenen eventuell hindert, wenn sie anfangen daran zum Zweifeln. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen werden wahrgenommen und sie haben Kraft und Mut, etwas Neues zu beginnen. Eine gute Nachricht nähert sich auch und in den kommenden Tagen kommt sowieso einiges in Bewegung. Sie starten etwas Neues. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen sollen eine Art meditative Haltung einnehmen. Dann spüren sie auch die Ruhe und auch die inneren Kraft, weil das haben gerade die Steinbockgeborenen. Also das ist ganz gut, eine ganz gute Energie für die Steinbockgeborenen. Und das Glück liegt nicht in die Weiten, sondern das Glück liegt in die vertraute Umgebung und kleine Ziele setzen. Weil das bringt gerade die Steinbockgeborenen weiter. Das sind die kleineren Veränderungen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen sollen sich selbst wahrnehmen und es auch mutig zeigen, zu sich selbst stehen, befreit fühlen. Es kann sein, dass sie etwas unsicher sind heute oder unruhig, aber in den kommenden Tagen kommt wieder die Begeisterung und wird auch alles viel leichter sein. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist Heilung gerade. Sie heilen etwas, was in Vergangenheit war. Entweder können sie gerade das loslassen oder sie denken nicht allzu viel nach in die Vergangenheit. Und diesem Prozess befinden sich gerade die Fischengeborenen. Was die Fischengeborenen gerade auch wichtig ist, das eigene Selbstwertgefühl. Dann haben sie auch Glück im Finanzen. Und das Geld fließt gerade zu den Fischengeborenen zu. Die einzige Hindernis, was sein kann, Punkt 1, wenn die zu viel grübeln über die Vergangenheit, Punkt 2, wenn sie wertlos fühlen. Das hindert energetisch den Geldfluss, was eigentlich gerade Glück bringt bei den Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Widdergeborenen sind Umbrüche, Veränderungen. Und das kommt. Das kommt auch alles in Form, gute Einflüsse von außen. Aber etwas bremst noch. Und gerade in diesem Neumond sollen die Wiedergeborenen nachdenklich sein, was ist es genau? Oder ist das eine Person oder die Einstellung oder die Umstände oder vielleicht die Verlustängste? Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtiges Thema die Liebe, Partnerschaft oder etwas in Besitz zu nehmen, etwas befestigen, Sicherheit und Stabilität. Und sie sollen in die Liebe kümmern gerade. Und es ist nicht nur dieser Wunsch, sondern mal auf anderen zugehen oder die Kontakte suchen oder Gefühlen zeigen. Das ist wichtig, das im Gleichgewicht halten. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen brauchen gerade die inneren Gleichgewicht, die inneren Ruhe, weil da liegt die schöpferische Kraft. Also sollen gerade in diesem Neumond die Ruhe bewahren oder meditieren, diese inneren Kraft spüren, an die Ideen kommen von alleine. Und in den kommenden Tagen können die Zwillingsgeborenen etwas Neues starten. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben gerade die Harmonie und Frieden oder haben diese Bedürfnis. Und das sollen sie auch bewahren. Und wichtig ist auch bei den Krebsgeborenen nicht nur die Harmonie und Frieden, sondern auch die Familie und auch die Liebe, die Gefühle zu leben. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen fühlen ein bisschen eingeschränkt oder unruhig oder nervös, aber das verbessert sich schon, wenn dieser Neumond vorbei ist. Heute ist wichtig, die Ruhe zu bewahren. Und es sind auch Bindungen, Verbindungen gerade oder eine karmische Liebe, karmische Begegnungen. Und wenn dieser Neumond vorbei ist, dann kommt auch diese Begegnung. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen brauchen die innere Ruhe und verinnerlichen die Beziehungen.
entweder die bestehende Beziehungen, was können Sie verbessern in die Beziehung, oder wenn Sie alleine sind, was können Sie tun, dass Sie jemanden kennenlernen zu einer Begegnung, weil das ist jetzt gerade sehr wichtig, ein Neuanfang in die Liebe, aber auch in die bestehenden Beziehung auch, wie eine neue Energie, das Beleben, die Beziehung. Und das sind die Themen für die Jungfraugeborenen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen fühlen die inneren Kraft und sie haben auch ganz intensiv diese Skorpion-Themen. Das passt nicht nur für die Skorpiongeborenen, sondern auch bei den Wagengeborenen. Etwas transformieren, etwas verändern, eine Wandlung und das aus dem inneren Kraft heraus. Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage. Das sind die Mut und Kraft. Das ist die Energie, womit man etwas bewältigen kann, umsetzen kann oder mal Mut zu zeigen. Aber dazu kommt jetzt gerade in diesem Neumond dazu noch die inneren Kraft. Und diese beiden Kräfte vereinen sich gerade die Waagengeborenen. Diese Tagesenergie oder Tageshoroskop ist natürlich allgemein, aber es besteht die Möglichkeit, es maßgeschnitten anfertigen bzw. berechnen und das können Sie gerne bestellen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Dann die Neuigkeiten. Ich habe meinen Shop und da können Sie schon Waren bestellen und das befindet sich unter www.denderasusannamedici.com und es lohnt sich das Anschauen. Wir sind noch bei der Bearbeitung. Es kommen natürlich noch Waren dazu und auch noch mehr Beschreibung. Aber das, was schon dort steht, das können Sie schon bestellen. Und natürlich noch die Blitzberatung. Was ist es und wie funktioniert das? Haben Sie Fragen wie zum Beispiel, kommt er zurück, liebt er mich noch, denkt er an mich, sehe ich Sie in die kommenden Tagen, werde ich in dieser Arbeit bleiben oder soll ich lieber die berufliche Situation etwas verändern, bekomme ich einen Arbeitsvertrag, kann ich meiner Freundin vertrauen, was denkt mein Chef über mich, soll ich diese Reise buchen, soll ich diese Schulung besuchen, oder bestehe ich diese Prüfung, bin ich spirituell veranlagt und. Es sind Fragen im Alltag, aber es sind auch wichtige Fragen. Und ich beantworte diese Fragen. Sie schreiben mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Beschreiben Sie Ihre Situation mit Geburtsdatum, Uhrzeit und Geburtsort und stellen Sie Ihren Fragen. Und ich beantworte diese E-Mails natürlich blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro Vorkasse. Und dann bekommen Sie sofort die Antwort. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.